Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit RimWorld und einer neuen Kolonistin. Ja, denn Wolf ist eigentlich, wie ich glaube schon in der letzten Folge gesagt habe, eine Wölfin, eine schlagkräftige Wölfin, die, glaube ich, Raufbold auch hat, ne? Genau, Raufbold. Habe ich mir doch richtig ersonnen. Ha, ein paar Tage zwischen und ich wusste noch, dass da Raufbold ist. Ein bisschen Pessimist und neurotisch hatte ich jetzt weniger auf dem Schirm. Gut, Pessimist. Stimmung nach unten, Zusammenbruchschwelle auch nach unten. Das wird spaßig. Ja, im Nahkampf auf jeden Fall eine Macht. Kann man nicht anders sagen. Ansonsten, okay, handwerklich auf jeden Fall begabt. Da kann man reinsetzen. Und ansonsten, ja, Bergbau auch praktisch. Von daher machen wir mal hier Handwerk und Bergbau und tragen darf das Wölfchen, glaube ich, auch. Irgendwie so. Ach, das habe ich noch gar nicht gemacht. Na, dann holen wir das mal ganz schnell nach. Aufsehen. Mal sehen, wie aufsehenerregend ist sie denn. Oh, 4 von. Da gibt es bessere Leute. Ui, ich könnte Cyril. Komm. Cyril hat derzeit nicht so viel zu tun. Können wir auch mal hier Aufsehen reinpacken. Ja, warum nicht? Hat Simon mal was Neues zu tun? Immer mal wieder was Neues lernen. Tierpflege. Ich glaube, weniger so. Machen wir mal auf 5. Bergbau. Ja, das ist gut. Können wir hier das noch draufpacken. Handwerk und bei Verschneiden. Vielleicht auch ihr andere, ne? Machen wir mal hier allgemeines Handwerk. Ja. Oder machen wir das mal auf 3. Dann passt das besser. Transport reinigen. Uff. Na gut, machen wir auch erstmal für Transport und so mit einplanen. Schaden tut's ja nicht. Warum denn eigentlich nicht? Ach, hier haben wir auch schon Ach ja, stimmt, hier wollte ich, glaube ich, Waffengedöns machen, oder? Ich bin der Meinung, ja. Okay, habe ich mich da auch wieder erinnert? Ich muss so viele Dinge erinnern. Ah. Gut, hier wollte ich auch irgendwas bauen. Ich weiß noch nicht was. Wir werden es ja erfahren. Ja, die können ruhig getragen werden. Warum nicht? Sprach der Wicht. Sandsteinblock. Ja, davon haben wir noch ein bisschen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und da das hier alles Stein ist, können wir das einfach, glaube ich, polieren. Und dann sparen wir uns den Teppich. Das können wir alles so richtig... Ach, können wir ja schon mal beauftragen. Da haben wir, glaube ich, noch gar keinen Boden, bei dem wir das gemacht haben. Von daher einfach mal hier Böden und dann sagen Boden glätten. Markiert Rauhsteinböden, Böden, die geglättet werden sollen. Ja. Passt schon irgendwie. Och, machen wir da auch nochmal. Wenn schon denn schon die komplette Palette. Hoho, das reibt sich. Und wenn wir hier sowieso unser neues Steinbearbeitungszentrum haben, können wir eigentlich, sobald das hier alles abgearbeitet ist, ach komm, das können wir auch alles, ne, nur die 3 erstmal, oder 4 von mir aus. Da muss zwar auch noch alles weggeräumt werden, aber dann können wir hier auch mal die Mauer glatt ziehen, dann haben wir das auch ein bisschen perfekter. Dann kommt mal Struktur in unsere Kolonie rein. Man mag es kaum glauben. Harry ist an... Ach ja, eine hieß ja Harry. War das... War nicht hier irgendwo einer, der Harry hieß? Oder wo war Harry? Harry, wo bist du? Keine Ahnung, wo Harry war. Aber ich weiß, dass Harry nicht mehr ist. Oh yeah! Das ist wunderbar. Die Föderation der Kaga waren begeistert von unserer Gastfreundschaft, trotz eines Angriffs, den wir abgewehrt haben. Vielleicht auch genau deswegen. Man weiß es nicht, man munkelt.
Was klingt, dass wir hier... Wollten wir überhaupt da jemanden anwerben? Ich glaube nicht. Abstinenzler, hart arbeitend und psychisch taub. Oh, wäre auch was gewesen. Auf jeden Fall mit Potenzial. Aber gut. Kann man nicht ändern. Grauschmeiß-Party, yeah. Auf zur Party, zur Party, zur Party, Party, Party. Das Ding muss auch mal größer werden, habe ich den Eindruck. Oder wir müssen hier Ess- und Vergnügungszimmer trennen. Wäre auch eine Variante. Weil hier wird es platztechnisch langsam eng. Ist nicht so praktisch. Was haben wir denn? Wir haben hier einen Tisch von bis. Uff, da. Oh, ich weiß zwar, dass wir im Moment wohl etwas weniger Holz haben, aber ha, wen stört das schon? Hauen wir da noch einen Tisch rein, auch wenn es optisch jetzt nicht so doll daherkommt. Da kann ich jetzt auch nicht ändern. So, hier haben wir üppige Mahlzeit, leckere und leckere. Ja, das ist gut. 26 üppige Auflage. Das passt. Machen wir 8. 14, oh, von bis über, naja. Wird schon schief gehen. Ich hoffe, hat das ein Maximum an Leuten, die da ran können? Nö, ich weiß nicht, ob an so einen Tisch auch 4 Leute ran können. Ob man hier auch noch am Ende welche ranstellen kann. Stühle. Müssen wir mal sehen, wie das da ist mit dem Platz. Oh, die Kolonisten versammeln sich, um die Hochzeit von Macy und Döner den Zweiten zu feiern. Yes, von der einen Party zur nächsten Party. Die Party hört gar nicht auf. Oh, stimmt, ich muss ja noch ein paar Geschütze neu bauen. Ich erinnere mich dunkel. Sicherheit war das. Das ist da. Zusammenbruch, Wutanfall. Oh Mann, das geht echt gut los hier. Aber Wutanfall ist, glaube ich, nur gegen Möbelage und sowas. Bin ich der Meinung. Muss ich gleich mal gucken, wo der Wutanfall ist. Aber erstmal entspannt hier ein paar Sachen hinpflanzen. Ach, Wolf ist hier am Wüten. Ha, kaum in der Kolonie schon der erste Wutanfall. Du bist sympathisch, Wolf. Einfach sympathisch. Nimmt an Hochzeitszeremonie teil. Greift Stromkabel an. Ja, das haben wir gerne. Na gut, solange die anderen sich amüsieren und Wolf auch Spaß hat. Wer bin ich da einzugreifen? Ist Wolf selbst schuld, wenn er bei der Hochzeit nichts mitbekommt? Ach, das wird ja eine richtige Nackthochzeit bei denen. Die Gäste sind auch alle nackt. Alter, haben die sich Kleidungskodex technisch angepasst oder was? Ich finde es gerade höchst amüsant. Eine Nackttrauung. Sowas aber auch. Ha! Och, ist das knuffig hier. Alle kommen sie nackt zur Hochzeit. Angefragte Karawane. Ja, ja, später. Wir haben erstmal wichtigere Dinge zu tun. Jetzt wird wieder gefeiert. Man kann ja nicht genug feiern. Und dann kommt ein fetter Angriff gleich. Wenn die alle nackt sind. Gott, finde ich das amüsant hier. Angefragte Karawane, was wollen die denn? Ein automatisches Geschütz Uran für 33 Kragenhemden? Ich glaube nicht. Ach, Wolf ist jetzt auch dazu gestoßen. Hat sich beruhigt. Dolle Drecksack. Ja, und es ist auch so ziemlich alles heil geblieben. Muss halt nur ein bisschen repariert werden. Aber es ist noch existent. Ja, die müssen hier noch ein bisschen verbrannt werden. Aber erstmal wird gefeiert.
aufs Leben und sowas und auf die Nacktheit. So, können wir jetzt ein bisschen beschleunigen, auch wenn wir Feierlaune haben, aber irgendwann muss auch hier weitergebaut werden. Ja, und da ziehen die tatsächlich, glaube ich, oder? Ja, die haben langsam wieder ihre Kleidung an. Bei manchen dauert das offenbar noch. Ja, so langsam. Maisie und Raven und Döner natürlich nicht. Das sind ja unsere Nacktmolche quasi, aber... Grau, du auch? Willst du nichts anziehen? Ist eigentlich kein Nudist. Grau? Enster? Ja, ne? Passiert. Die werden auch noch irgendwann was tragen. Vielleicht, wenn die draußen waren. Man weiß es nicht. Man munkelt. Oder laufen die jetzt alle drinnen nackt rum? Kann natürlich auch sein, ne? Nichts Genaues weiß man nicht. Und Kai repariert erstmal die Sandsäcke. Ja, das ist auch ganz brauchbar. Gott, war das ein Partytag, ey. Der nackte Wahnsinn, aber sowas von. Und das Rhino, das muss noch immer irgendwie überredet werden. Hat sich überhaupt jemand drum gekümmert, dass der was zu futtern bekommt? Ich weiß es nicht. Yay, da haben wir bald die... Ja, die erste Ernte ist bald. Ich habe es ja irgendwann erweitert, deswegen noch nicht überall. Wird nämlich dringend nötig, weil hier haben wir wieder Fehlgeburten. Und Spinne ist im Arbeitsrausch. Yay. Das mag ich. Arbeit, Arbeit. Jo, Spinne muss sich auch noch um die Bauteile kümmern. So ist es. Ja, da kann Spinne, glaube ich, noch einiges produzieren. Wie viel Holz haben wir überhaupt? 1000. Och, das ist ja genug. Da kriegen wir ja locker Tisch und Stühle gebracht. Perfekt. Ich bin begeistert. Oh, ich weiß nicht, ob wir hier noch so ein Vergnügungszentrum dran pappen sollen. Hier ist ja schwierig möglich, es sei denn, wir ziehen die Stromversorgung hier nach unten und bauen hier den Raum dran. Das wäre natürlich... Ja, könnte man machen, muss man nicht. Oh, da müssen wir die vielleicht auch nochmal umplatzieren. Das ist natürlich doof, jetzt wo ich das Ganze da drauf aufgebaut habe. Ja. Schön ist was anderes. Oh, hier können wir auch nochmal eine Querverbindung machen. Und wenn wir schon dabei sind, komm. Sind wir mal großzügig. Und hauen da auch noch eine rein. Wie sieht überhaupt die Stromversorgung aus? Wir haben hier 3000 etwas. Ja, komm. Gut, zwei Geschütze müssen noch gebaut werden, aber hey je. Die sind ja fix gemacht und hier müssen wir vielleicht auch nochmal ein zusätzliches reinbasteln. Hier ist noch alles heil, da könnten wir noch ein zusätzliches. Vielleicht auch hier mal, schauen. Das Problem ist natürlich, wenn hier explodiert, dann sind hier vermutlich welche, die stehen. Ja, müssen wir vielleicht mit leben. Oh, und es gewittert. Geht der Nudist durch ein Gewitter, wird die Erkältung so richtig bitter. Oh, ein bisschen Rauchblatt bekommen wir auch wieder. Perfekt. Wie viel haben wir davon überhaupt? Steht das? Ui. Fleisch und vegetarisch brauchen wir beides. Okay, demnächst steht wieder eine Jagdgesellschaft an, weil... Vegetarisch haben wir ja eh in Dauerversorgung. Aber Fleisch. Eieieiei. Das ist ja mal gar nicht so schön. Ach, hier wurden die zwei Kräutermedizin gelassen. Da ist wohl der Gast gegangen, als er gerade hier Dönerfrikadelle die letzte Ehre erwiesen hat. Okay. Moondance auch. Ah, shit, ich hab die alle noch da drin. Mein Fehler. Da, Fug. Ich hab's wieder gemacht. Nein. Ach, wenn ich das nicht
Ich muss mir echt angewöhnen, nach Kämpfen, bevor ich die Folge beende, auf jeden Fall Tiere wieder umzustellen, weil sonst habe ich da echt keine Übersicht. Ein überlegenes Maschinengewehr. Und das ist nur übel und nicht überlegen. Doomsday-Raketenwerfer. Ja, nehmen wir alles mit. Warum nicht? Dafür ist es doch da. Go-Juice. Oh, nicht so dolle. Aber die Medizin, die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Felicia hatte auch auf... Moondance und Felicia, was sind das für Tiere gewesen? Muffalo und... Felicia, was bist du? Auch ein Muffalo, okay, ja, das kann ich noch überleben. So gerade eben. Ach ja. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Was haben wir hier überhaupt? 59%. Ja, da kommt auch wieder Holz raus. Na, was sonst, ne? Wäre ja lustig, wenn da was anderes bei rauskäme. Nö, da machen wir mal ein bisschen schneller. Wie viel Medizin haben wir überhaupt noch? Ja, 45, ja komm. Das ist mehr als genug derzeit. Aber irgendwann wird die Krankenstation auch noch etwas vergrößert. Rettungskapsel. Yes. Simpson, ein Seefahrer. Och, ist das herrlich. Stark neurotisch und aufreibend. Okay. Wollen wir den retten? Fragezeichen. Am Ende haben wir ihn womöglich an der Backe. Och, das ist eigentlich ein reines Schlepptier. Manchmal aufreibend, aber weigert sich zu kämpfen. Weil Klosterkind. Oh Gott, ich dachte eher so an Pirat und dann... Nicht euer Ernst. Den will ich gar nicht haben. Ich sagte zwar, ich brauche jemanden, der sozial kann, aber nein. Der kann ja sonst gar nichts. Oh, gut, Tiere, ja, da könnte er sich drum kümmern. Könnte schleppen, könnte... Ach. Aber ansonsten ist das irgendwie so... unbefriedigend. Aber hey, wir retten den erstmal. Und falls er sich uns anschließen will, können wir ihn noch immer verjagen. Das ist ja jetzt kein Problem. Wie viel Zeit hat er überhaupt noch, der gute Mann? In 13 Stunden. Der hat noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Bei dem ist noch nicht alles vorbei. Nur fast alles. Noch ein Arbeitsrausch. Ey, Frau Bibstu, die Angie auch noch. Angie ist doch auch eher handwerklich. Das ist amtlich, auf jeden Fall. Sehr, sehr amtlich. So, und ich befürchte, dass sich der Seefahrer erstmal anschließen wird. Ergo noch ein Mäulchen, das ich stopfen muss. Krankheit, Wundinfektion bei Simpson. Wird ja immer besser. Aber da hat ja beste Versorgung. Das inspirierte... Ah, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Macy. So, Aufseher. Müssen wir mal sehen. Macy macht sowas eigentlich, von daher müssen wir da echt mal sehen, dass wir hier... Priorisieren, reden. Ist Reden denn gleich auch schon der Überredungsversuch? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal gucken. Hey, Kumpel, wie geht's? Wie steht's? Alles senkrecht. Hey, neuer Rekrut. Rhinoceros, perfekt. Können wir das auch wieder umstellen auf Normalbett. Och, das ist herrlich. So muss das gehen. Und der ist sozial interessiert, ist zu klug, prothesenbegeistert, ein Psychopath, also alles, was man lieben kann. Und Koch. Ganz wichtig, Koch. Der wird auch kochen bei uns, aber sowas von.
Fliegen kann er auch. Ja, mach mal hier auf 2. Aufsehen. Ja, das kriegst du auch mal auf 1, weil das kannst du ja. Koch aber auf jeden Fall hier so ein 2er-Produkt. Bergarbeiter, ja, lassen wir mal auf 3. Und das ebenfalls perfekt. Denn das mag ich doch. Unser Rhinoceros ist da. Perfekt. Ach, ist das gut. Und mit etwas Pech bekommen wir noch jemand Nutzloses dazu. Aber naja, so wächst die Kolonie halt. Wir haben nur das Problem einer zu kleinen Küche bald. Da müssen wir eventuell anbauen. Und wir haben immer noch das Problem, dass wir unbedingt jagen müssen. Sonst wird das mal nix. Aber ich glaube, das spare ich mir auf für die nächste Folge. Ist ja doch ein bisschen was passiert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Daddelzeit hier mit RimWorld. Also bleibt unbedingt schön am Ball bei den neuen 100 Folgen, die wir hier gerade anfangen. Ciao, ciao.